Wo ist Hugo, hm? Was hast du mit ihm gemacht? Erzähl mir jetzt aber bitte nicht, dass er unsichtbar wäre. Ich glaub nicht an so einen Quatsch. Er ist ins Wasser gesprungen. Offensichtlich wollte er baden. Hugo! Das Getrommel würde ich immer und überall wiedererkennen. Willst du jetzt etwa auch weglaufen? Ich bin sicher, dass das Hugo ist. Ich finde ihn. Du wirst sehen. Hast du ein Problem damit, hä? Erwartest du, dass ich den ganzen Weg darüber humpel mit meinem kaputten Bein? Du wirst mich schon tragen müssen. Ist doch offensichtlich. Okay. Du wirst mich tragen müssen. Ist doch offensichtlich. Hör auf, laut zu denken. Füchschen, hör zu, du bist mir viel zu mager. Wahrscheinlich bist du zäh und trocken. Offen gestanden ist es der Zwerg, hinter dem ich hier bin. Ich würde dir gern einen Vorschlag machen, Füchschen. Sozusagen von Frau zu Frau. Du schubst den kleinen Kerl einfach raus und ich verspreche dir, dass ich dich laufen lasse. Was sagst du dazu? So was Gemeines würde ich niemals tun. So? Na, das werden wir ja noch sehen. Ich hab's nicht besonders eilig, weißt du? Hör zu, du Zwerg. Das ist deine Chance. Zeig, was dein Zaubern wert ist und schaff uns hier raus. Ich soll... Nun ja, ich... Ich hätte schwören können, dass du von Zauberei nicht mehr verstehst als ich, du Hochstapler. Ich darf meine Zauberkräfte nur benutzen, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, verstehst du? Komischerweise sehe ich keinen anderen Ausweg. Du etwa, ja? Komischerweise ja. Sieh mal darauf. Du siehst doch die kleine Öffnung da oben, ja? Ich könnte mich da durchquetschen, suche Freund Hugo und dann kommen wir zurück und retten dich. Blöde wäre ich, wenn ich das glauben würde. Du würdest doch nie wiederkommen. Aber was? Ich bin nicht so schlecht, wie du glaubst. Ich gebe dir mein Wort. Also lenk das blöde Vieh da draußen ab. Aber... Ehe du eine Maus fangen kannst, bin ich mit ihm zurück. Also, liebste Freundin, was für ein Tier bist du eigentlich? Du hast bestimmt noch keine Stadt gesehen, möchte ich wetten. Das stimmt, ich habe noch nie eine Stadt gesehen. Will auch gar nicht dorthin. Siehst du, ich bin ein Luchs, der Tiger des Nordens, ein Raubtier. Das heißt, dass ich andere Tiere jage und auffresse. Na schön, Freundin Luchs. Ich habe eine Idee. Wir beide verschwinden von hier und kommen nie wieder zurück. Was meinst du, hm? Du scheinst etwas an dem Wort Raubtier nicht verstanden zu haben. Hallo, Zwerg! Wieso kommst du allein? Wo ist Rita? Drüben auf der anderen Seite vom See offensichtlich. Dort hält sie ein Luchs gefangen. Während du hier Hallodri treibst, ist die Ärmste. Hey! Komm, Kinder, helft mir! Nimmst du mich mit? Hast du nicht schon Durst, Schwester? Jetzt komm schon, rüber mit dem kleinen Kerl und wir gehen alle heim. Ja, ja, träum du nur weiter, Schwester. Wie du willst. Es wird sich ja auch noch woanders Beute machen lassen. Bis irgendwann. Hugo? Sprich nicht so laut. Psst. Leise. Na, lauerst du auf irgendwas, Pussycat? Ach, aufs Abendessen. Verzieh dich. Nani, 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 mich kriegst du nie im Leben. Und wenn du dir das einbildest, dann bist du voll daneben. Nani, nani.
Wulli, Wulli, Wap, Wap. Jetzt gleich bricht der Baum ab. Dann stehst du blöde da. Wulli, Wulli, Wap. Was war das? Ja! Mir muss sowas passieren. Biber verschwindet. Hilfe! Hilf mir doch! Oh, Hugo! Oh, Rita, wie schön, dich wiederzusehen. Das war aber knapp. Jetzt kommt schon, kommt! Wir haben noch einige hundert Meilen vor uns. Worauf wartet ihr noch, hm? Naja, da stimme ich dir ausnahmsweise zu. Keine Minute länger bleibe ich hier. Aufgesessen, Partner. Ich danke euch. Bis irgendwann mal. Und nicht vergessen, es wird eine gefährliche Reise. Bären und Wölfe werden euch auflauern. Bleibt doch lieber hier. Hey, Rita, was sagst du dazu? Ist ja zum Totlachen. Ich fasse es einfach nicht. Da bitte ich den Zwerg ständig, dass er mir beibringt, wie man sich unsichtbar macht. Und du? Nun aber los, komm. Naja, auch gut. Die lassen nicht mit sich reden. Auf den Luchs passen wir auf, bis ihr weit genug weg seid. Und seid wie gesagt auf der Hut. Die Tiere, denen ihr begegnet, werden nicht immer nett sein. Ja, und Dankeschön. Dass ihr es plötzlich so eilig habt. Wir wollten so schnell und vor allem so weit wie möglich von dem Luchs weg. Offensichtlich. Uns passiert schon nichts. Wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Ich hab mir die Pfoten wund gelaufen. Komisch, meinem Bein geht's besser. Und sonst, Rita? Ach ja, ich bin total erschöpft. Seht doch nur, Schnee! Und wo Schnee ist, da ist doch das Schloss des Zwergenkönigs und meine Werkstatt. Jetzt aber volle Kraft voran. Tut mir leid, Zwerg, der Befehl verhallt ungehört. Na hör mal, niemals würde ich mit dem kaputten Bein bis dahin kommen. Nein, nein, es geht weiter wie bisher. Es ist nicht so, dass ich nicht will, ich schaffe es nicht. Und jetzt lecken! Und cut! Ihr wart fantastisch! Ja, dann alle Mann Mittagspause! Du warst klasse, Junge! Na komm, ich nehme dich mit zum Essen. Du warst auch ganz toll, Brummi. Na, dein Fresschen hast du ja. Dann guten Appetit. Nanu? Hey, lass mir was übrig. Hey, du da. Entschuldigung, aber ich esse gerade. Ja, ja, das sehe ich doch. Die Sache ist die, dass meine Freunde und ich, wir haben auch einen Bärenhunger. Leider ist das sowas von nicht mein Problem. Natürlich verstehe ich ja. Ich habe schon mal einen im Kino gesehen, einen Bären. Aber ich muss sagen, was du da eben gemacht hast, war echt besser. Total klasse. Wirklich? Ja, ehrlich. Ich frage mich nur, wie das weitergehen soll und du fit bleibst. Bei all dem Essen, das sie da in dich reinstopfen. Willst du damit etwa andeuten, dass ich zu fett bin? Nein, so war das nicht gemeint. Ich dachte nur... Ach, ich weiß es ja seit langem. Ich muss abnehmen. Nimm das mit, bitte, ja? Du tust mir damit einen Riesengefallen. Aber klar doch, was tut man nicht alles für einen Star? Meine Mutter hat schon immer gesagt, stopf dich nicht so voll. So, und du, warst du mal ein wildlebendes Tier? Oh, ich habe mal einen Werbespot im Zoo gedreht, aber das hier ist mein wirkliches Leben. Und du hast nie die Nase voll davon, dass du so rumkommandiert wirst. Ja, was glaubst du, wie oft? Natürlich. So ist eben das Showbusiness. Siehst du, wir Tiere in der freien Natur, wir entscheiden immer selbst, was wir tun wollen. No, das könnte ich gar nicht. Jetzt hör mal, meine Freunde und ich, wir sind auf einer Reise. Wir könnten so einen wie dich dabei gut brauchen. Du wärst für den Transport verantwortlich und für die Sicherheit. Dafür schenken wir dir die Freiheit. Klingt doch toll, gib's zu. Nun, ja, eigentlich schon, aber... Das haben wir im Nu. Und nun, verehrtes Publikum, lehnen Sie sich zurück, denn jetzt kommt der große Zauberer.
fertig. Wie habe ich von diesem Augenblick geträumt? Ach was, die Spritzer Zitronensaft ins Auge, sollen Sie mal sehen, wie Sie weinen können. Wie wär's mit einer kleinen Pause, Leute? Ich hätte nichts dagegen. Und war doch eine blendende...